Und damit willkommen zurück zu Star Wars Outlaws. Ja, wir haben damit geendet, dass wir ja Ankh befreit haben. Und wir haben erfahren, dass wir ja die Königin stürzen sollen oder besser gesagt in die Luft sprengen wollen, sollen. Finde ich irgendwie nicht so geil, den Plan, aber so geht's jetzt erstmal weiter. Und meine Vorahnung sagt mir, das wird komplett nach hinten losgehen. Moin. Naja. Ja, ich schüttel's einfach ab. Das ist ja riesig. Halt dich gut fest, Nix. Das wird eine lange Kletterpartie. Ah, Stichwort Klettern. Okay, einfach runter. Und hier rauf. Hey, LD5. Glaubst du, es ist ein Fehler, dass Chris Geschäfte mit Crimson Dawn macht? Im Gegensatz zur Königin, die Geschäfte mit dem Imperium macht. Ja. Die Ashiga scheinen in beiden Fällen ihre Freiheit aufzugeben. Ja, und Chris scheint fälschlicherweise zu glauben, dass sie die Kontrolle hat. Hey, wir sind in Position. Wie kommst du voran? Ja, eigentlich ganz gut. Ich bin in dieser Höhle unterwegs. Sei bloß vorsichtig. Wir müssen die Geschütze ausschalten, oder der Schwarm hat keine Zukunft. Gut, also kein Druck. Also, Andy, diese Sache mit dem Schwarm. Wie funktioniert das? Der Schwarm ist das Fundament der Melito-Kultur. Alle gehorchen der Königin und stellen ihre eigenen Bedürfnisse hinten an. Oh, mehr nicht? Ja. Dachtest du, die Königin kontrolliert sie telepathisch? Was? Nein, natürlich nicht. Ja, ich frag mich gerade. Schaffe ich es da rüber zu springen? Nein, natürlich nicht. Aber ich dachte, ich probier's mal aus. Okay, wir sind in Position. Wie kommst du voran? Ja, geht so. Ich bin in dieser Höhle unterwegs. Sei bloß vorsichtig. Wir müssen die Geschütze ausschalten, oder der Schwarm hat keine Zukunft. Ja, I know. Aber wie komme ich jetzt hier weiter? Kein Druck. Also, Andy, diese Sache mit dem Schwarm. Oder so. Wie funktioniert das? Der Schwarm ist das Fundament der Melito-Kultur. Alle gehorchen der Königin und stellen ihre eigenen Bedürfnisse hinten an. Oh, mehr nicht? Ja. Dachtest du, die Königin kontrolliert sie telepathisch? Was? Nein, natürlich nicht. Ich hätte jetzt aber schon gedacht, dass da irgendwas in die Richtung läuft. Bitte nicht wieder ganz vom Anfang. Bitte. Hey, wir sind ach, Mann. Wie kommst du voran? Nicht gut. Ich bin noch immer in dieser Höhle unterwegs. Sei bloß vorsichtig. Wir müssen die Geschütze ausschalten, oder der Schwarm hat keine nein. Zukunft. Hallo. Gut, also kein Druck. Also, ND, diese Sache mit dem Schwarm, wie funktioniert das? Der Schwarm ist das Fundament der Melito-Kultur. Alle gehorchen der Königin und stellen ihre eigenen Bedürfnisse hinten an. Oh, mehr nicht? Ja. Dachtest du, die Königin kontrolliert sie telepathisch? Was? So, let's nein, see. Nein, natürlich nicht. Also, ich könnte da... Es sieht einfach so aus, als könnte ich da drüber. Also soll ich da runter? Kann ich mir jetzt wie nicht vorstellen. Ah. Nee, das ist auch nicht. Immer wieder nach oben. Nee, das muss doch zum Rüberspringen sein. Ja. Ich war nur zu doof. Wie immer. Sieht aus, als wäre die Wand gleich da oben. Ganz kleines Stück, ja. Wer baut so einen Scheiß? Oh.
passt. So, let's see. Dann hier nach rechts. War das ein blaues Ding? Nee. Oh, lieber. Auf oder runter? Ah, da. Hier nach oben. I see. Und jetzt hier rüber, vermute ich mal. Hey, schleich mal rüber und hol das. Oder hier hoch. So, wie weiter von hier? Du bist hier schön am Rumblasen. Kann man dich irgendwie ausmachen? Ah, I see. Also, das hat funktioniert. Halt das für mich offen. Dankeschön. So, wenigstens festmachen. Komm ich denn da jetzt rüber? Das war ja auch keine Option. Also hundertprozentig wird jetzt das drüber jumpen schief gehen, ne? Oder auch nicht. Das muss die Wand sein. Bringen wir den Sprengstoff an. Detonator platziert. Danke. Okay, geh weg. Okay. Das war die Wand. Dieser Sprengstoff ist ganz schön stark. Für dich, Ank. Ist der Weg frei? Nice. Da Joker. Ist frei. Dann rücken wir vor. Du schaltest die Geschütze aus. Ja, ich guck. Fein. Da runter? Das war schon mal richtig. Nice. Sieht nach Kiste aus da hinten. Okay, geh mal hier mal hoch. Sonst nur. Ah! Dankeschön. Also ich glaube, das wird schief gehen. Da müssen wir hier vom Planeten runter. Alle sind gepisst. Alles klar, und das mit dem Ruf war für den Arsch. So ungefähr habe ich das Gefühl, wie das enden wird. Ich bin drin. Jetzt muss ich nur noch die Konsole finden. Wir nähern uns dem Hof. Wenn die Geschütze ausgeschaltet sind, erobern wir den Thron. Okay. Was ist los? Warum geht ihr nicht darauf und kämpfen? Befehl der Königin. Unser Posten muss besetzt bleiben. Tja, wir müssen bereit sein. Sie könnten jeden Moment hier runterkommen. Na gut, Nex. Leopard Katuba! Greift die Russenseite hin zurück! Na los, mein Freund! Ach, von hinten. Gut gemacht, Kumpel.
Scheiße. Wo ist der Kollege? Ah, da hinten. Und nach. Okay, das wären alle, glaube ich. Kamera. Irgendwelche Goodies? Keine Goodies hier. Nö. Ja, Gut, das lief jetzt nicht ganz so optimal. Alles klar, Rex. Schön leise jetzt. Kein Alarm auslösen. Krisk, ich bin drin. Jetzt muss ich nur noch die Konsole finden. Gut, wir nähern uns dem Hof. Wenn die Geschütze ausgeschaltet sind, erobern wir den Thron. Was ist los? Warum gehen wir nicht? Gefahr! Dann machen wir es mal auf die harte Tour. Okay. Wird vielleicht Sinn machen, wenn ich zuerst die Alarmstation deaktiviere und dann hier einen auf Vollgas gebe. Kein Alarm auslösen. Krisk, ich bin drin. Jetzt muss ich nur noch die Konsole finden. Gut, wir nähern uns dem Hof. Wenn die Geschütze ausgeschaltet sind, erobern wir den Thron. Befehl der Königin. Unser Posten muss besetzt bleiben. Tja, wir müssen bereit sein. Sie könnten jeden Moment hier runterkommen. Komm her. Oh, nice. Jetzt glaube ich, hat die Kamera ausgeschaltet. Hoffe ich mal. Yes. Okay, Robo-Kollege ist da hinten. Das lief jetzt gut. Also, dann machen wir die Tür mal da auf. Ach man. So, geht doch. Nice. Wo er hier? Eine Energiebarriere. Es muss einen Weg geben, sie auszuschalten. Sehr gut. Haben wir noch einen zweiten Kollegen hier unten? Sieht nicht so aus. Also, wo war das Ding? Da. Ach, wir haben drei. Gehen wir als erstes mal. Komm, geh rauf. Hier nach oben.
die Frage. Hat jetzt irgendwie nicht sehr viel gebracht. So, drück mal bitte. Drück auf das Knöpfchen da. So, was bringt's mir, dass ich jetzt hier bin? Da nach oben? Nee. Hä? Das bringt mir doch gar nichts. Ah. Da. Das wäre Nummer 2 gewesen. Ah, da ist Nummer 3. Also muss ich doch nochmal darauf. So, let's see. Kannst du das mal aufmachen, bitte? Halt das. Ganz leise. Das sollte reichen. Und jetzt noch die Konsole hängt. Zitterle, einmal Geschütze ausmachen. Die 18 wäre schon mal richtig. Nice. Die Geschütze sind aus. Dann rücken wir durch den Hof vor und besetzen den Thronsaal. Ja, gut. Und ja. Ich verzieh mich dann mal. Funky, was hat Kato Kiet? Lass mich raten. Du sprengst ein Loch in die Wand. Ja, aber wir haben uns gesagt. Atima Ropada. Mino Wata Uwama. Ist gut. Oh, fuck, warte mal. Scheiße! Was sind das für kleine Viecher hier? Wo ist der andere? Ah, es läuft also gut, der Plan. Was das ist. 16 Meter irgendwo da hinten hin. Sind hinter den Urstrang her, damit der Schwarm kontrolliert. Ich dachte, das Leben ist zu kurz für lange Zündschnüre. Schon gut. Mal sehen, was ich tun kann. Ja, wir sind den Text noch teilweise gelesen. Aber wenn ihr es richtig mitgekriegt habt, sie sind da hinter irgendwas her. Also Crimson Dawn. Um sie da zu kontrollieren. Oh.
Ja, Crimson Dawn hat irgendwas vor. Die Königin ist im Thronsaal eingesperrt. Jetzt musst du nur noch den Vorschlag eilen. Er ist in die Brutvorrichtung eingebettet. Hol ihn einfach raus und bring ihn hier. Okay. Danke, Nick. Waren das jetzt alle? So ein Scheiße. Was genau haben wir da jetzt mitgenommen? Urstrang. Das ist der Urstrang. Was wollte Crimson Dawn überhaupt damit? Wir werden es schon bald rausfinden. Wer immer dieses Ding hält, regiert den Stock. Im Augenblick halte ich es. Okay. So, Ausgang. War das jetzt nur so ein Seiteneingang hier? Hä? Oben ist was. Hier hoch? Ja. Okay. So lang. Dankeschön. Oh, danke. Wir geben uns Mühe. Dann bist du dabei? Sehr nice. Oh. Hey Andy. Hier gab's richtig viel Spaß. Was ist los? Es ist nur. Kira hat uns alle gegeneinander ausgespielt. Kira hat einen Bandenkrieg angezettelt, um ihre Rivalen gegeneinander aufzuhetzen. So läuft das, wenn man die Macht ergreift, Kay. Dank Falk. Syndikate, Imps, sogar die Rebellen, sie alle. Nutzen Leute aus. Tja. Ja, es ist, als könnten sie gar nicht anders. Ja. Tu, was nötig ist, um mit Ankh da rauszukommen. Aber verlass dich nicht auf Kira. Ja, nee. Mach ich schon nicht. Mach das ja eine dumme Kiste da mit dem blöden Timer-Ding da. Oh, guten Tag. Da ist er. Du hältst den Grundstein für tausende Generationen in deiner Hand. Alles von unseren Ahnen geplant. Und sobald du nicht mehr im Weg bist, hat der Stamm endlich eine Zukunft, Mutter. Undankbares Kind. Crimson Dawn hat dich gegen die Deinen aufgehetzt. Sie vernichten unseren Clan und lassen dir die Trümmer. Unsere Zukunft endet mit mir. Nein, das ist dein Werk. Du hast diesen Weg gewählt und unsere Zukunft an die des Imperiums gebunden. Ich diene niemandem und du lässt mir keine Wahl. Der Urstrang. Oh. Ich meine, die Königin wird da schon irgendwie einen Plan dahinter gehabt haben, dass das Imperium da mitmischt. Also so dumm kann es ja nicht sein. Es gibt einen Plus für Crimson Dawn. Und der Aschiger. Ist die schlechte Wahl, glaube ich. Aber wir machen sie mal. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Du machst einen großen Fehler. Der Schwarm wird niemals überleben. Du sprichst nicht mehr für den Schwarm. Hey, warte!
Echtspeicher für den Schwarm. Gehen wir, Nix. Ja, ich glaube, das wird nicht gut enden. Für sie. Warte, der Baller, Kid. Wenn du machst, du nur die Japonpa. Nicht du, der Droi. Nur gewinnt der Hießgrabavani. Du hast ein Tizagula. Die Tinker, die Baller tut. Ich weiß, die Sache lief aus dem Ruder. Ein bisschen. War nie die Rede von einer Hinrichtung. Und was dachtest du, wie es enden würde? Das gehört eben dazu. Es spielt keine Rolle, oder? Es ging nur darum, den Schwarm zu schwächen und gegeneinander auszuspielen. Die Galaxis ist kein Spielplatz, Kay. Sie ist ein Gefängnis. Und wenn wir Freiheit wollen, müssen wir ein paar schwere Entscheidungen treffen. Geht es um Freiheit für Leute wie mich? Oder nur darum, wer den Schlüssel hat? Ich war mal wie du, aber mir wurden die Augen geöffnet. Ich weiß, wer in der Galaxis die Fäden zieht. Du denkst, was heute geschehen ist, wäre unwichtig. Aber nach dem Krieg wirst du verstehen, dass wir den Käfig geöffnet haben. Dann spürst du, wie sich echte Freiheit anfühlt. Lady Kira, die Vermilion steht jetzt bereit. Du bist wertvoll für diesen Kampf, Kay. Du erkennst es bloß noch nicht. Pass auf dich auf. Viel Glück. Nope. Sie ist mir nicht sympathisch. Ich würde sagen, wir machen hier mal eine Fliege. Gibt's doch bestimmt ein Debriefing. Hey, Crimson Dawn, immer noch schlecht. Sagt, du stehst nicht mehr auf der Crimson Dawn Todesliste. Dass sie uns Bescheid sagt. Jetzt brauchen wir nur noch den besten Hacker der Galaxis. Es gibt diverse Kandidaten. Starte Projekt Totschlag. X394. ND. D. 7. 7. Multiple Systemversagen. Ich würde sagen, er brauchte einen Mischregulator, aber er ist ein Museumsstück. Okay. Was ist passiert? Ich sehe nichts mehr. Ich sag's nicht gern, aber ist er nicht programmiert, dich wegzupusten, wenn wir von Jaylens Plan abweichen? Das ist deine Chance. Nein. Noch eine Idee? Okay. Es gibt eine alte Fabrik aus den Klonkriegen. Wir müssen mit Tamen reden. Jetzt, Kay. Also, auf das hätte ich jetzt gerade schon ein bisschen Bock. Eine alte Druidenfabrik. Andererseits, ich wette, die alten Druiden sind dann nach wie vor aktiv und werden vermutlich einen Druidiker oder sowas sehen. Jaylen. Hey. ND5 sagte, du hattest Schwierigkeiten auf Kijimi. Ja, wir haben Angst, aber es war chaotisch. Das bisschen. Hätte ich besser machen können. Du bist nicht die Erste, die von Crimson Dawn getäuscht wurde. Kira rüttelt die ganze Unterwelt auf. Wir müssen nach vorne blicken. Ja, stimmt. Okay. Gute Arbeit da draußen. Okay. Bezüglich Vermächtnis. Wo soll man hin? Müller Raumhafen. Auf Karte zeigen. Da können wir praktischerweise eine Schnellreise machen. Tun wir das doch. Na komm. Ist doch nur ein ganzer Planet, den du da laden musst. Komm schon. Angrekortiert. So. Okay. Stelle die Konfiguration Schuss her. Ach, warte mal. Kriegen wir jetzt das eine Upgrade hier.
Hier, Power. Ein improvisierte Power-Modul wird für den schweren Plasmaschuss abfeuert, der beim Einschlag explodiert. Das ist praktisch. Sonst irgendwas? Nee. Cool. Architemins Laden. Ich stehe einfach mal random da draußen. Ach, da hinten. Natürlich kann jetzt da keine Schnellreise machen. Mann. Dick, bitte sag mir, dass die Fabrik in der Nähe ist. Das würde ich gern. Aber nur ach, so. Weiß, wo sie ist. Das ist Zeitverschwendung, Kay. Wenn meine Systeme versagen, dann versorgt dich Jalen mit angemessenem Ersatz. Bitte, spar dir deine Energie, ja? Die Aussage, ich spare die Energie. Also, was machen wir, wenn Temmin ihm nicht helfen kann? Nicht viel, Kay. ND5 ist ein alter Droide. Er braucht einen Mischregulator von einem Original-BX-Energiekern. Bitte, sprecht einfach weiter so, als wäre ich nicht hier. Ja, jetzt komm, tu mal nicht so. Bin zu weit gelaufen. Södre. Irgendwo da. Hat man wieder einen Hinweis hier? Da rein. Da wären wir. Schön rauchig. Moin. Hör zu, Kleiner. Sag mir einfach, wo ich Kay Vess finden kann. Wie wär's, wenn du einfach einen Abgang machst? Kay! Das ist mal ein leichtes Todesmahl. Aha. Kennst du meinen Kampfdroiden schon? Als hätte Zerik Besch Angst vor dieser Rostbeule. Hey, NT, du hättest mich fast getroffen. BX meldet sich zum Dienst. Ein funktionierender BX? Die habe ich bisher nur in Einzelteilen gesehen. Er wird nicht mehr lange funktionieren. Sein Energiekern versagt. Und du sollst wissen, wo wir einen neuen herkriegen. Eigentlich hatte ich vor, das geheim zu halten. Aber gut, dann kommt mit. Ich zeig's euch. Okay. Die Katakomben führen zur Fabrik. Unfassbar, was für Zeug man da unten finden kann. Ich frage mich, wessen Idee es war, Myrrha auf einem Friedhof zu bauen. Es ist ein effizientes Design. Ich mag dich nicht, wenn du defekt bist. Ja, geil. Also, der Weg in die Fabrik beginnt in deinem Keller. Warum glaubst du, habe ich das Haus gekauft? Eigentlich irgendwie praktisch. Das heißt, also da unten. Die Monsun-Saison beginnt bald. Mein üblicher Weg ist überflutet. Aber ihr kriegt das schon hin. Richtig? Tja, müssen wir wohl. Danke, Temmin. Ah, okay. Ja, dann. Du warst aber ganz schön fleißig hier, hä? Also, was meinst du, ist hier unten begraben? Sag bloß, du hast Angst im Dunkeln. Was? Ich hab keine Angst. Es ist nur, in Kanto Wald gab es immer Millionen von Lichtern. Mhm. Bleib bei mir, ja? Also, wie in die Fabrik sieht das jetzt hier nicht aus. Hey, ich sehe eine Energieleitung. Sollte den Weg zur Fabrik weisen. Gut, ich vertraue dir. Na gut, da schon mal nicht lang. Oh nö, jetzt müssen wir hier auch noch gegen die Natur kämpfen. Das muss doch nicht sein. Rückenkopf? Okay. Oh, Dead End. Oh, Leute, geht aus dem Weg hier. Ah, I see. Wer ist da unten? Wieder die Natur hier.
Nice. Mal sagen, hier nicht weiter. Von da. Okay, das sieht jetzt langsam nach Fabrik aus. Das wurde von Separatisten errichtet. Die Fabrik kann nicht weit sein. So, da schauen wir nicht weiter. Wie bist du da? Ach, was ist los? Es muss doch irgendwie hier weitergehen. Auch nichts Spezielles. Die Wand hier? Kann ich da rauf? Nee. Wie komme ich da hoch? Achso, wow. Das ist direkt vor mir. Benötigt Fusionsschneider. Den habe ich nicht. Na komm, Nix. Lassen wir die Leiter runter. So geht's. Gut gemacht, Kay. Wir kommen rauf. Habt ihr einen Fusionsschneider? Kommt ihr? Ja, okay. Entweder das oder diese... Nicht für uns. Ich gehe nie ohne meinen Fusionsschneider aus dem Haus. Ja, gut. Hier drüben. Dankeschön. Und wir haben hier sogar noch Saft. Sehr gut. Nee. Also ich glaube, ich hätte irgendwie weiter produziert. Und dann Verwendungszweck irgendwie verändert. Just in case. Ja, also. Kommt jetzt nicht mit, oder wie? Steht einfach doof bei der Tür hier. Na, ah, gut ist. Könnt ihr mal reinkommen? Ah. Hey, halt das really? Mal auf. Okay, das hätten wir. Ihr habt jetzt... Der Turbolift stammt noch aus den Klonkriegen. Kannst du ihn wieder aktivieren? Ich weiß nicht, in alte Aufzüge da reinzugehen. Gedick, bist du sicher, dass die Liftkonsole noch funktioniert? Ah, nein, zieh dir das an. Ein Kurzschluss. Dann musst du bloß eine andere Energiequelle für den Turbolift finden. Unten müsste es eine Hilfskonsole geben. Ja, kannst du da mal aufmachen? Ja, mach mal auf hier.
Oh, finally. Hast du eigentlich eine Waffe mit? Falls unser Roboterkollege hier durchdreht. So, einmal runter. Zweimal runter, aber zuerst hier die Goodies mitnehmen. Und da wäre unser Aufzug. Let's see. Einfach da so drüber. Jo. Gut, sind die mal nach. Ich würde mal sagen, das wäre die Konsole. So, hacken. Immerhin. Sehr gut. Ich aktiviere jetzt die Hilfskonsole, Gedeck. Okay, ich bin gleich unten. Ich repariere nur schnell noch ein paar rostige Konverter. Wie wär's, wenn du dich etwas beeilst? Ich glaube, ich bin hier nicht allein. Oh. Seid ihr für Viecher? Hey, ich höre Blasterschüsse. Alles ja, komm mal runter. Das sag ich dir, wenn ich überlebe. Fuck. War's das? Ich hab mit Droiden gerechnet, aber nicht mit. Das sind Makrobestien. Oh, tja, jetzt sind sie tot. Einheit B1275 kommen. Einheit B1699 kommen. Einheit B1888 Diagnose und Schadensbericht. Ach, die sind hinüber in D. Wir müssen weiter. Ja. Das ist mir klar. Ich, Wirklich? Schalte mal das Tor an. Danke. Hier war ein Gefecht. Ein letztes Aufgebot. Die Republik hat wohl die Fabrik gefunden. Sie fanden fast alle. Trieben uns in das Outer Rim hinaus. Es war der Anfang vom Ende. Ach, na los, gehen wir weiter. Ah, ich will mich noch ein bisschen umsehen hier. Annäherungsalarm. Was ist los, Andy? Sicherheit, unsere Position ist umstellt. Klonkommandos. Hört auf zu schießen, hier ist niemand. Ich hab's. Alles klar. Er ist in Transportstasis. Okay, aber das Kontrollpult ist durch. Ich suche uns einen anderen Weg durch die Tür. Hier, nimm meinen Fusionsschneider. Dankeschön. Hast du schon mal mit sowas gearbeitet? Nein. Ich habe genug von denen im Südviertel gesehen. Ja, wie du meinst. Mal sehen, was ich für ND5 tun kann. Unser armer Kollege hier. Warte mal, kriege ich da ein geiles Foto hin? Jetzt, wo er da so in der Stasis ist. Irgendwie so. annehmen. Ja, passt. Das sieht so schräg aus. Na gut, liebe Leute, wir sind ewig gerade wieder an der Zeit. Ich würde sagen, wir machen hier mal Schluss und machen in der nächsten Episode weiter. Ich bin schon gespannt, was wir da drin noch so alles sehen werden. Und hoffentlich Druidenkampf. Würde ich mich irgendwie darauf freuen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann.
Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.